Die HCG-Diät, auch Sibions-Diät oder Hollywood-Diät genannt, ist eine Kombination aus der Zufuhr von Schwangerschaftshormon und einer kalorienreduzierten Diät. Das Schwangerschaftshormon führt dazu, dass diätresistente Fettpolster abgebaut werden, die trotz Sport und normaler Ernährungsumstellung einfach nicht wegschmelzen wollten. Man kann sich das in etwa so vorstellen, wie eine unterernährte Frau, zum Beispiel in Afrika, wie man sie so kennt, von Bildern, die ja trotz mangelnder Ernährung ein normalgewichtiges, normales Kind gebärt. Und das macht eben das Schwangerschaftshormon, es mobilisiert die letzten Fettreserven, die es noch gibt. Dieses Konzept wendet man bei der Hollywood- oder HCG-Diät an, um eben diese diätresistenten Fettpolster zum Einschmelzen zu bringen. Ganz wichtig ist aber die Kombination mit einer speziellen Ernährung, die Kalorien reduziert, auf etwa 500 Kalorien basiert, aber alles dem Körper an Ernährung und Nahrungsmitteln gibt, was er braucht, wie Eiweiß, Spurenelemente und Mineralstoffe. Die HCG-Diät funktioniert nur in der Kombination aus der Einnahme des Schwangerschaftshormons und der kalorienreduzierten speziellen Ernährung. Das Hormon führt dazu, dass die Heißhungerattacken wegfallen, das heißt, dass man nicht dauernd Blutzuckerschwankungen hat und dadurch Hungeranfälle, das heißt, man ist satt, fühlt sich gut. Viele Patienten sagen, sie könnten sogar Bäume ausreißen, sie fühlten sich so fit wie selten zuvor. Und die kalorienreduzierte Ernährung dazu führt eben dazu, dass man natürlich die Fettpolster mobilisiert und zwar rasch. Man sieht nach kurzer Zeit schon wunderbare Ergebnisse. Wenn man mit der HCG-Diät aufhört und in ein altes Essmuster zurückfällt, kann es natürlich sein, dass man wieder zunimmt. Die Erfahrung zeigt, dass unsere Patienten, die ja 4 bis 6 Wochen die HCG-Diät durchführen, meistens auch automatisch sich so mit dem Essen auseinandersetzen, dass sie anschließend verändert essen und somit ihr gewonnenes neues Gewicht lange halten können. Ansonsten empfehlen wir eine ganz einfache Taktik, nämlich die 5+2-Regel. Das heißt, wir empfehlen, dass man so circa 5 Tage in der Woche in etwa sich an das Konzept halten soll. 2 Tage in der Woche kann man essen, was man möchte, also auch verbotene Sachen wie Kohlenhydrate, Alkohol etc.